Tja, jetzt scheint es wirklich das Finale der Finales an dem heutigen Sonntag hier beim Pfingstsonntag auf dem Gründertalring zu werden. Der Mann, der sich über das ganze Wochenende immer weiter stabilisiert hat und immer mehr verbessert hat, nämlich Gerd Völzer auf der Pole. Daneben Marco Witkowski mit seinem heckangetriebenen VW Golf. 3 in der Bahn, 3 in der ersten Startreihe. Philipp Leipold aus der Nähe von Kassel mit seinem Mercedes 190 E 2,3 16-Ventiler. Dahinter dann in der Bahn 2, in der Startreihe 2. Badek, Badwomey, Ruschinski mit der 402 mit seinem Alpha 156. Er könnte unter Umständen hier der Hecht im Karpfenteich sein. Der ehemalige deutsche Meister und der amtierende deutsche Vizemeister bei den Super Nationals. Andreas Huschenberg mit seinem wirklich extremst gut gehenden Opel Corsa in der Bahn 4 in der zweiten Startreihe. Dann Romano Schulz in der Reihe 1 in der dritten Startreihe. Markus Schmidt mit seinem Citroën C2. Und last but not least, der ist noch ins Finale hineingerutscht, nämlich Yannick Riese mit seinem Polo, der auch nicht mehr ganz so gesund ist, aber trotz alledem. Es geht immer noch das Finale und ich bin mir ziemlich sicher, Yannick Riese wird versuchen, hier so viel wie möglich aus der ganzen Sache herauszuholen. Völzer, Witkowski, Leipold, Ruschinski, Huschenbett und die letzte Startreihe Schulz, Schmidt und Riese. Witkowski aus der mittleren Linie geht in die führende Position. Nein, es ist Völzer! Es ist Gerd Völzer! Und Leipold hat die Position verloren. Leipold hat die Position verloren, auf die vierte Position zurückgefallen. Badek Ruschinski ist in die dritte Position reingefahren, aber vorne Gerd Völzer in der führenden Position. Völzer in Führung vor Witkowski, vor Ruschinski. So geht es das nächste Mal durch die Mildenberger Kurve hindurch. Leipold auf der 4, Huschmidt auf der 5. Schulz, Schmidt und Riese. Yannick Riese guckt sich das Ganze ein bisschen an. Und er weiß auch ganz genau, naja, mit den ganz Großen kann ich im Moment noch nicht mitspielen. Aber die Qualität dieses jungen Mannes ist immer noch sehr, sehr groß. Und vor allen Dingen eine Aktion, die er vorhin gemacht hatte, als es den Unfall von Kurt Umland gab. Man muss wirklich sagen, Yannick Riese ist wirklich ein großartiges Talent. Ein fairer Fahrer, ein guter Fahrer. Und er hat von seinem Vater, von Uli Riese, wirklich gute Linien gelernt. Und er hat Rallycross fahren gelernt. Man möchte ihn wirklich gerne mal in einem anderen Auto sehen. Vielleicht in einem Manta B. Der Manta B, der hier jetzt das Finale klar dominiert, so wie er das ganze Wochenende dominiert hat. Gerd Völzer ist zurück mit einem unfassbaren Speed, fährt er die Gegengerade herunter. Mildenberger Kurve, ganz enge Linie, nicht zu weit raustreiben lassen, obwohl er jetzt ein bisschen driftet. Witkowski kann hier nicht wirklich gegenhalten. Ebenso Badek Ruschinski sind dem ehemaligen deutschen Meister Gerd Völzer auf den Spuren, aber sie sind definitiv nicht dran an dem Mann. Sie sind nicht dran an dem Manta B-Treter aus Neumünster. Gerd Völzer setzt sie ab und Badek, nein, Entschuldigung, Marco Witkowski hat sich gedreht, hat ein Rad verloren und ausgangs der Hubschrauber-Landeplatzumrundung steht er umgedreht mit seinem VW Golf 2, mit seinem Heckangetriebenen und kann nicht weiterfahren. Jetzt also Philipp Leipold auf dem Podium, aber Badek Ruschinski auf der zweiten Position. Aber Gerd Völzer führt ganz klar und deutlich Badek auf der 2, Philipp Leibold auf der 3 und Marco Witkowski, wie gesagt, entgegen der Fahrtrichtung steht er dort am Ende der Hubschrauberlandeplatzumrundung und kann dieses Finale nicht beenden. Schwarz-weiß gerinnte Flagge mit einem überragenden Sieg wirklich für Gerd Völzer. Großartig an diesem Wochenende hier auf dem Gründertalring. Zweiter wird Badek Ruschinski, dritter wird Philipp Leipold. Vierter wird Andreas Huschenbett, fünfter Romano Schulz, sechster wird Marco Schmidt und siebter mit einem vielleicht angeschlagenen, aber trotzdem immer noch gut gehenden VW Polo wird Yannick Riese.